So, bitteschön. Good morning, Geoffrey. Good morning. How are you today? I am well today. That's nice to hear. We are happy and we are really proud, and it's a honor for us to having you here in Munich. Dankeschön. Yeah, and then we will start with some questions. Wir werden jetzt mit ein paar Fragen beginnen. Okay. Yeah. Before we start with the questions, bevor wir anfangen mit den Fragen, I think it's appropriate that I introduce myself. Es ist ihm eine Wichtigkeit, dass er sich selber jetzt erst vorstellt. And I've been a spiritual medium for 43 years. Er ist ein spirituelles Medium seit mehr als 43 Jahren. Over the years I've had about 30 organizers in Deutschland alone. Über die Jahre hat er schon mehr als 30 Organisatoren in Deutschland gehabt. And I've worked regularly in 9 different countries. Und er arbeitet in 9 verschiedenen Ländern. I hold the certificate of the Spiritist National Union in England. Er hat das Zertifikat von England für diese Arbeit auszuführen. And also I'm a registered approved medium of the Institute of Spiritist Mediums. Er ist auch registriert für ein Institut für die Medienarbeit. And I'm senior medium at the Spiritist Association of Great Britain in Belgravia, London. Und er ist auch in einer Organisation registriert, die den Sitz in London hat. Well, it's now in Victoria. Es ist nicht in Victoria. So that's a little bit about my qualifications. Das ist ein bisschen über seine Qualifikationen. So let's start with the questions. Wir starten jetzt mit den Fragen, ja? How does it work, Geoffrey? Yeah. How does your work really work? How can you explain it to people who doesn't know a lot about this? Yeah, that's a very detailed question. Das ist eine sehr detaillierte Frage. Also ich habe gefragt, wie die Arbeit, er soll uns ein bisschen die Arbeit erklären für Leute, die damit überhaupt noch nichts anfangen haben können oder die ganz neu dafür sind. Und er sagt, es ist eine sehr detaillierte Frage. So we have to discuss what we are as human beings. Wir müssen erstmal diskutieren, was sind wir eigentlich als Menschen? And ever since the beginning of time, und seit Anbeginn der Zeit, human beings have had spiritual experiences. Menschen hatten immer schon spirituelle Erfahrungen gemacht. In fact, every single religion is founded on spiritual experiences. Und jede Religion ist auch aufgebaut auf spirituelle Erfahrungen. And of course mankind is a spiritual being. Und jeder Mann ist ein spiritueller Mensch. And the spiritual experiences that mankind had, und die spirituellen Erfahrungen der Menschheit, 2,000-3,000 years ago, sind schon mehr wie 2,000-3,000 Jahre alt. In today's world, in dieser Zeit jetzt, and in 2,000-3,000 years time, und in 2,000-3,000 Jahren Zeit, will be the same, wird es das Gleiche sein. Because that's a natural part of us. Weil das ist ein natürlicher Teil von uns. A big point that I would make, einen großen Punkt, den er jetzt setzen möchte, is there's nothing sensational or spooky about my work. Da ist nichts Sensationelles oder spooky, geistiges dran. And neither am I necessarily a spiritual person. Und er möchte das nochmal die Wichtigkeit erklären. Though of course being a spiritualist, I look to be a spiritual person. Er versucht wirklich eine spirituelle Person zu sein. So in my own particular case, in seiner eigenen Erfahrung, I've had these gifts ever since I can remember. Er hatte dieses als Geschenk bekommen. When I was young, wenn er jung war, I thought everybody had these gifts. Er hat gesehen, dass jeder damit beschenkt wurde. And as I got older, und als er jetzt älter wurde, I realized that my perception was stronger than most people. Da hat er wahrgenommen, dass seine Wahrnehmung doch stärker ist als bei anderen Leuten. And when I was very young, I knew what my spiritual pathway would be. Als er jung war, hat er genau gewusst, welchen, dass das sein spiritueller Weg sein wird.
And when I was 17 years of age, als er 17 war, I went to train with this medium. Er hat angefangen, mit einem Medium Training zu nehmen. And I trained with her for 4 years. Und er hat 4 Jahre Training genommen. Before I started my public work. Als er Öffentlichkeitsarbeit angefangen hat. Now let me just talk a little of how it works. Er spricht jetzt darüber, wie es arbeitet. I go into a state of meditation. Er geht in einen Status der Meditation. I can do this within a few seconds. Er kann es innerhalb von Sekunden abrufen. And all of a sudden I'm aware of things. Und sofort kommen Dinge, die er sieht. I see. Er sieht. I sense. Er spürt. And I hear the spiritual world. Und er hört die spirituelle Welt. And they pass on messages. Und er kriegt Informationen, that I give to my sitters, die er weitergibt an seine Leute, die kommen. But like with every gift, aber wie es halt so mit jedem Geschenk ist, das man erhält, my gift is variable. Sein Geschenk ist einfach da. Sometimes the perception is very clear. Manchmal ist die Wahrnehmung ganz klar. And the message is extremely clear. Und die Nachrichten sind sehr klar, die kommen. And at other times less so. Und manchmal sind sie weniger stark. But the vibrations can change minute by minute. Und die Vibrationen können von Minute zu Minute sich ändern. Depending upon the communicators. Es hängt auch davon ab, wie man kommuniziert. Depending upon the response of the sitter. Es kommt auch darauf an, wie der Klient reagiert. And of course there is no such thing as a typical sitter. Es ist nichts Schlimmeres wie ein Sitter, der nicht daran glaubt. Or a typical sitting. Oder ein typisches Sitzung. Because everyone is different. Jeder ist anders. I would make the point. Er möchte den Punkt jetzt machen. That there are people that have sat with me 20, 30 times. Und manche Leute kommen zu 20, 30 Mal. And the results have been different every time. Und die Resultate sind jedes Mal anders. Different communicators have come through. Es kommen immer verschiedene Spirits. And as with this life. So wie in diesem Leben. People in the spiritual world are variable. Sind auch Leute in der spirituellen Welt da. Some people really like this method of communication. Viele Menschen lieben die Nachrichten. And they communicate from the spiritual world often. Und es wird sehr oft mit der spirituellen Welt kommuniziert. Some people have no wish to communicate at all. Und manche Leute verstehen das gar nicht, dass man mit der spirituellen Welt arbeiten kann. And here I would like to make a very important point. Und hier möchte er einen ganz wichtigen Punkt setzen. Firstly, no honest medium can guarantee results. Niemand kann die Resultate garantieren. And no honest medium can guarantee communication with a particular individual. Und niemand kann garantieren, dass auch derjenige aus der spirituellen Welt kommt, den man erwartet. If it happens, it happens. Wenn es passiert, passiert's. And if it doesn't happen, it doesn't happen. Und wenn es nicht passiert, passiert's dann leider nicht. Of course, I find the vast majority of sittings are successful. Für ihn sind die meisten Sittings sehr erfolgreich. And whether the sitter believes in this method of communication. Ganz egal, ob der Sitzer, der da ist, daran glaubt oder nicht. Or whether they are skeptical. Auch wenn sie skeptisch gegenüberstehen. Makes no difference to the results. Es macht keinen Unterschied zu den Resultaten. As long as they are open-minded. Solange, dass sie angenommen werden. In other words, an honest skeptic I very much enjoy working with. Ganz egal, was die Skeptiker sagen, Geoffrey liebt seine Arbeit. But because it opens their mind to new dimensions and new thought. Und es öffnet die Tore zu einer neuen Dimension und zu einer neuen Welt. Of course, there's a very big philosophical answer to all this. Es gibt auch eine philosophische Antwort zu all dem. Because communication with the spiritual world opens out a completely new philosophy in life. Weil wenn man mit der spirituellen Welt kommuniziert, öffnet es eine ganz andere, ein neues Tor in eine neue Dimension. You see, when we pass on from this life, wenn wir von dieser Welt gehen, we don't take our money,
Wir nehmen kein Geld mit. Or our valuables. Oder irgendetwas. Or our titles. Oder Titel. We take with us who we are. Wir nehmen nur das mit, was wir wirklich sind. And all of us have to very much live with who we are. Und wir müssen auch mit dem leben, was wir sind. But there's no real place like heaven and hell. Aber das ist wirklich kein schönerer Platz wie der Himmel in der Hölle. That's of our own creation. Das ist unsere eigene Lebenskreation. Now I want to, if I may, move on to another area. Jetzt möchte Geoffrey gern ganz ein anderes Thema aufgreifen. There may be some of your listeners. Hier sind bestimmt einige Leute, die jetzt zuhören. Who may say it's wrong to contact the dead. Es ist falsch, die sagen, dass es falsch ist, mit den Toten zu kommunizieren. That we mustn't disturb them. Wir dürfen sie nicht stören. They should be where they are and left alone. Ja, wir sollen sie da lassen, wo sie sind, und wir sollen sie alleine lassen. Now I've already made the point. Aber ich mache den Punkt jetzt. The only thing I do is open up the lines of communication. Er öffnet lediglich die Wahrnehmung der Kommunikation zu den Toten. And whoever wishes to communicate comes through. Und wer immer auch sprechen möchte, kommt dann durch diesen Kanal durch. And I've made the very strong point, if somebody doesn't want to communicate, und wenn jemand nicht sprechen will, dann ist das auch okay. But also there's another point. Und da ist noch ein Punkt. By communicating, beim Kommunizieren, it helps them in their spiritual progression. It hilft, den spirituellen Progress in Gang zu setzen. So it doesn't hold them back. Es hält es nicht zurück. It's quite the reverse. Es ist einfach die Antwort. It helps them to move forward. Es hilft einem, vorwärts zu gehen. And after all, if we look at passing to the spiritual world, wenn wir rübergehen in die Anderswelt, a little bit like us traveling to a distant country, es ist wie wenn wir in ein anderes Land gehen. What's the first thing that you and I do when we travel to a distant country? Was ist das Erste, was wir tun, wenn wir in ein anderes Land gehen? We send communication to those who we've left, who we've loved. Wir senden eine Nachricht zu denen, die wir zu Hause gelassen haben. And said we've arrived safely. Und wir sagen, dass wir sicher angekommen sind. Everything is okay at this end. Alles ist okay. And the same with communication from the spiritual world. Und das Gleiche ist, wenn wir mit der spirituellen Welt kommunizieren. Now there's a lot of nonsense talked of evil spirits. Es wird so viel Nonsense gesagt über die spirituelle Welt. And in the 43 years that I've worked as a medium. Aber in den 43 Jahren, in denen ich als Medium gearbeitet habe. I've only had communication of loving kindness. Er hatte immer nur liebevolle Kommunikation. Of course there are those that come back who have said they are sorry the way that they were when they were here. Manchmal kommen sie und sagen, es tut ihnen leid, wie sie mit uns umgegangen sind, als sie noch hier waren. That's of course giving them the opportunity to spiritually progress. Das ist auch der Vorgang des spirituellen Progresses. Now I've met a lot of people that I've been uncomfortable with of this world. Er trifft auch viele Leute, mit denen er nicht so gut umgehen kann in dieser Welt. But no one from the spiritual world has given me any problems at all. Aber von der spirituellen Welt hat er noch nie Probleme bekommen. I would also give this advice to anyone wanting to do the work that I do. Er möchte das schon gerne weitergeben, diese Arbeit, die er macht. There's a time for working. Es ist eine Zeit zum Arbeiten. And there's a time for switching off. Und das ist eine Zeit, wo man sich ganz zurückzieht. And yes, I control my abilities. Und er kann seine Möglichkeiten kontrollieren. And I made a pact with the spiritual world many years ago. Und er hat einen Pakt mit der spirituellen Welt schon vor vielen Jahren geschlossen. To only operate my gifts when I'm working. Wenn er mit seinen Geschenken arbeitet. Unless it's a life and death situation. Es ist manchmal eine Lebens- und Todessituation. And very occasionally in my life I've helped people when I haven't been working. Und er hat doch oft geholfen, wenn er nicht gearbeitet hat in seinem Leben. Because urgent communication has come through. Weil manchmal kommt einfach eine wichtige Nachricht und dann kommt das durch. But that is very rare. Aber das ist nicht so oft.
And as far as I'm concerned, the gifts can be very much controlled. Und soweit er das sieht, sein Geschenk kann gut kontrolliert werden. I consider myself to be a very down-to-earth man. Er ist ein sehr gesetzter Mann. There's nothing airy-fairy about me. Da ist kein Märchen über ihn. Es gibt keine Märchen über ihn. For many years I was an executive in the income tax office in England. Er hat lange in der Steuer gearbeitet in England. And I combine that with my work as a medium. Und dann hat er angefangen als Medium zu arbeiten. Until at 45 I had severe health problems. Und als er 45 war, hat er sehr starke gesundheitliche Probleme bekommen. And I retired from my job. Und er hat aufgehört zu arbeiten. And became a full-time medium. Und ist dann Vollzeitmedium geworden. So I hope that's very, very helpful to your listeners. So, ich hoffe, das ist sehr helpful gewesen für die ganzen Leute, die zuhören. I can't get over enough how natural these gifts are. Kann ich sagen, wie natürlich diese Geschenke sind. And how having a sitting with a medium. Und wenn du ein Sitting mit einem Medium hast, is a very, very rewarding therapeutic experience. Es ist eine sehr, sehr therapeutische Erfahrung auch. That's if, of course, the medium is properly trained. Das ist das, wo das Medium dafür ausgebildet wird. And this is the one of the things that I'm very, very strong about. Und da ist er sehr stark. And that's why I consider now at my age. Und das, was er jetzt in seinem Alter darüber sagen kann. The training of mediums is very important. Das Training von Mediums ist sehr wichtig. And I often come to Germany particularly to do workshops. Und er kommt oft nach Deutschland und macht Workshops. Last week I was doing a workshop in Gladbeck for Connie and Dieter Vygotsky, who you know. Letztes Wochenende war in Gladbeck mit Connie und Dieter Vygotsky. And the standard of work of my students was very high. Und der Standard von den Studenten war sehr hoch. And I do workshops in many other places. Und der macht Workshops in vielen anderen Plätzen in Deutschland auch. But it's a very natural gift. Und es ist ein sehr natürliches Geschenk. It's variable, yes. Es ist möglich. Not every sitting is highly successful. Nicht jede Sitzung ist wirklich hoch erfolgreich. But the vast majority of sittings are. Aber die meisten Sitzungen sind es. And I would say to any sitter that has never sat with a medium. Es ist niemals schlecht mit einem Medium. Come with an open mind. Komm bitte mit offenen Herzen. Because my work is the same as anyone else's work. Und seine Arbeit sagt er ist gleich wie jede andere Arbeit. It's based on results. Aber es basiert auf Resultaten. My sincerity and honesty as a man is very important to me. Es ist sehr wichtig für ihn zu sagen. But in my mediumship, my results are of prime importance. In seiner Arbeit als ein Medium sind die Resultate sehr wichtig für ihn. Thank you. Dankeschön. So we want to ask you another question. Is everybody able to do this work? Yes, we talked about it, yeah. But... Yeah, now that is a very, very interesting question. Ist eine sehr interessante Frage. Ich habe gefragt, ob es für jeden möglich ist, diese Arbeit durchzuführen. Let me give you an example of what I'm going to talk about. Er gibt uns ein kurzes Beispiel darüber. You take art. Du nimmst Kunst. I could draw a cross. Du kannst ein Kreuz malen. Leonardo da Vinci can paint the Mona Lisa. Der Leonardo da Vinci hat die Mona Lisa gemalt. It's both art. Es ist beides Art. Only my art is extremely basic. Aber seine Arbeit ist sehr begrenzt. Ja. And Leonardo's art was absolutely fantastic. Und Leonardos Kunst war sehr fantastisch. Now every single human being has psychic abilities. Jeder einzelne Mensch hat diese Möglichkeiten. And most people, aber viele Leute, during the experience of their lifetime, die das ganzes Leben lang erfahren haben, probably have one or two psychic experiences. Haben vielleicht in ihrem ganzen Leben nur ein oder zwei dieser außernatürlichen Erfahrungen. But relatively few people, aber einige Leute, have the gift enough to
develop into a professional medium. Haben die Möglichkeit und das Geschenk in sich, ein wirklich tolles Medium zu werden. And so it leads me to the question you would ask me. Und das ist die, das führt ihn zu der Frage, die wir gefragt haben. Are mediums born or are they made? Werden wir als Medium geboren oder werden wir zu Medien gemacht? And the answer, of course, they're born. Die Antwort ist auf alle Fälle, wir werden geboren als Medium. With that gift. Mit diesem Geschenk. By sitting and developing that gift. Aber wenn wir dieses Geschenk annehmen, they can bring out that intuition within them. Das können wir dann innerhalb ausarbeiten. That they didn't think they had. Aber manchmal glauben wir, wir haben das gar nicht in uns. So development can enhance what is already there. Und wir müssen dann richtig rausfinden, was haben wir in unseren Händen. But here I would make a very interesting point. Aber hier mache ich dann einen interessanten Punkt. I ran a developing group in Bournemouth for 35 years. Er war in Bournemouth vor einigen Jahren. And two young ladies sat with me all those 35 years. Zwei junge Leute sind mit ihm 35 Jahre gegangen. They never in that time got anything personally from the spiritual world themselves. Die haben innerhalb dieser vielen Jahre nie etwas Persönliches von den Spirits erhalten. Though many people in that circle gave them messages. Und viele Leute in seinem Kreis haben diesen zwei Menschen die Nachrichten gegeben. But these two ladies had the spiritual energy to help to develop other people. Aber diese zwei jungen Ladies hatten die Möglichkeit, anderen Leuten spirituell zu helfen. Now of course others have the gift of healing. Viele haben das Geschenk der Heilkraft bekommen. Others have therapeutic gifts. Viele haben therapeutische Möglichkeiten. All these things can be enhanced. Alles geht Hand in Hand. So every person, of course, is an individual. Jede Person ist individuell. So everybody's got these gifts to some extent. Jeder hat diese Möglichkeiten und Geschenke mitbekommen. But as I say, there's relatively few that can develop it enough to become a full-time professional medium. Aber es gibt nur wenige, die das Geschenk erhalten haben, ein professionelles Vollzeitmedium zu werden. Thank you, Geoffrey. Dankeschön. Gerne. Ist das das Sprechen mit den Toten? Es ist nicht so, dass die Toten auch in uns sind, in unserer DNA gespeichert sind und dass es auch ein Selbstgespräch ist und dass es dient der individuellen Weiterentwicklung. Tit is asking, he was thinking that the death communicate inside of us with the DNA. Is it not so that it is always inside of us? He's asking, is it a scientific... I've never ever heard anyone actually put that theory to me. Er hat noch nie gehört, dass jemand diese Frage ihm gestellt hat. But I believe that, okay, part of my spiritual gifts come from inside of myself. Ja, also einige Teile seiner Arbeit kommen natürlich aus ihm selbst. But some of the communication comes outside of myself. Viele der Kommunikation kommt von außen auf ihn zu. Your question is a very interesting one. Das ist eine sehr interessante Frage. My answer to that, it could play a part. Es kann eine Rolle spielen. But I don't think it's the full answer. Aber er denkt nicht, dass das jetzt die ganze Antwort ist. Because I don't believe mediumship comes totally from inside of ourselves. Er glaubt nicht, dass das Medium Geschenk, also die, wenn du medial bist, dass das nur aus dir selbst rauskommt. Because the very nature of the communications. Weil die natürliche Kommunikation. Show an outside source. Zeigt die Kraft, die von außen kommt. So things come to me from outside of myself. Es kommen viele Dinge von draußen auf ihn zu. I hear voices. Er hört Stimmen. I don't only hear voices subjectively in my
mind. Er hat es in seinem Geist. I see physical voices here. Er hat auch. I hear physical voices. Er hört Stimmen in seinem Kopf. But again, when we talk of the wider range of mediumship. Aber wenn wir jetzt weiter schauen, wie das Medium ausschaut. And during my career in investigating this subject. In seiner Karriere. I witnessed every form of mediumship there is. Er war Zeuge von vielen Medien, die er gesehen hat. Where, of course, you've got materialization. Egal, ob das materiell war, where the spirits are able to build up for everybody to see. Wo er hat gesehen, dass Spirits gekommen sind, wo jedes, es für jeden möglich war, die zu sehen. That comes from, of course, an outside source. Und das kommt ganz sicher von einer Stärke von außerhalb. So is not the whole answer. Es ist immer noch nicht die ganze Antwort. Now also, whilst we're on the scientific theme, wenn wir jetzt auf die wissenschaftliche Seite schauen, there are those people, diese Leute, who would say that all mediumship is telepathic. Dass alles sagen, jedes Medium ist telepathisch. That say you have a sitting with me. Dann möchte er, dass ihr ein Sitting mit ihm macht. All I do is tap information from your subconscious mind. Er greift die Fragen auf, die im Unterbewusstsein sind. And give you that information as though it's from the spiritual world. Und gibt dann die Informationen von der spirituellen Welt wieder zurück. That's a really great theory. Das ist wirklich eine großartige But Arbeit. It doesn't stand up to evidence. Aber es steht nicht für alles. And I'm very proud as a spiritualist. Und er ist sehr stolz darauf als Spiritualist, that many researchers, dass viele Wissenschaftler, particularly from the Society of Psychical Research, vor allem von der Recycle Research, have investigated our subject, haben das untersucht, and have been totally convinced from a scientific point of view. Und sind ganz überrascht von der wissenschaftlichen Seite. I would mention, for instance, Professor Archie Roy. Er möchte da gern Professor Archie Roy ins Spiel bringen. Who was Professor of Astronomy at Glasgow University. Er ist Professor an der Glasgow Universität. Who came into spiritual matters as a skeptic. Er kam zu der spirituellen Sitzung und war bisher skeptisch. And who, from a purely scientific point of view, und von einer klaren wissenschaftlichen Standpunkt aus, became absolutely convinced of communication. Und war sehr überrascht über die Kommunikation. I could name other people as well. Er kann auch noch andere Leute nennen. But why the telepathic communication doesn't hold? Aber warum bleibt die Telepathie nicht ganz erhalten? It's because many, many people, viele, viele Leute, have sat with mediums, haben mit Medien gearbeitet, and got information, und haben Informationen erhalten, that they had no knowledge of, aber die hatten keine Wissen darüber. And on investigating, the information was given was absolutely correctly. Und die Information, die weitergeleitet wurde, war absolut korrekt. But as a medium, I'm not frightened of the word telepathic communication. Aber nicht nur die telepathische Kommunikation. In fact, telepathic communication exists. In fact, ist die telepathische Kommunikation existiert. Of course, it is possible for mediums sometimes to tap things from the subconscious mind. Freilich ist es möglich, dass Mediums vom Unterbewusstsein Sachen aufgreifen. But also my discussion would also be with you. Und die Diskussion zwischen uns wird sein. If telepathic communication happens between human beings on this earth. Wenn die Telepathie zwischen menschlichen Menschen hier auf dieser Erde passiert. And telepathic communication exists between us and animals. Auch Telepathie existiert zwischen uns und zwischen Tieren. And I think everybody would accept this. Jeder würde das akzeptieren. Then telepathic communication exists between the living and those that have passed on. Und auch die Telepathie, die funktioniert zwischen Menschen und denen, die schon von uns gegangen sind. And I believe that in my mediumship. Und er glaubt in seiner Medialität. Telepathie. Actually is very important. Die Telepathie ist sehr wichtig. And I do in my workshop sometimes telepathic experiments. Und er macht in seinem Workshop auch telepathische Experimente. That I think enhance
the mediumship with contact with the spiritual world. Und das Mediumship wird dann Kontakt mit der spirituellen Welt aufnehmen. Now I'm aware, of course, of the work of Dr. Vasiloff. Er ist sich bewusst der Arbeit von Dr. Vasiloff in the Soviet Union in the 1930s. In der Sowjetunion in den 30er Jahren. And of course Stalin accepted that telepathy existed. Und auch Stalin hat akzeptiert, dass die Telepathie existiert. And he wanted Dr. Vasiloff to find the wavelengths responsible. Und er wollte, dass vor allem Dr. Vasiloff den Weg dafür findet und aufzeigt. Now, not for any spiritual purposes, of course. Er ist nicht nur für den spirituellen Menschen. He wanted this for spying and other things. Er wollte das eigentlich haben, um Leute auszuspionieren. Now, Dr. Vasiloff was unable to actually find the wavelengths involved. Dr. Vasiloff hat aktuell nicht das gefunden, was er wollte. But undoubtedly there is a telepathic wavelength that exists between us and those in the spiritual world. Aber er weiß, es existiert ein Weg, um zu kommunizieren mit der spirituellen Welt. But I think the average person in the street, aber so ganz normale Leute, die du auf der Straße triffst, do not have the information, haben die Information nicht, of how mediumship has been scientifically investigated. Wie kann man diese Medialität wissenschaftlich erklären? And many scientists have come very much down on the side of spiritual communication. Und viele Wissenschaftler kommen auch drauf, dass es diese Medialität gibt. Now there are always those skeptics that won't accept it. Es sind immer diese Skeptiker, die das nicht verstehen wollen oder nicht akzeptieren wollen. There's one or two skeptics that would lose a very good living if they accepted the communication between the spiritual world and us existed. Und viele Leute, wenn die das akzeptieren würden, Wissenschaftler, die würden vielleicht auch ihren Namen verlieren. But I would make a challenge here today, this morning. Er möchte jetzt gerne eine Herausforderung machen diesen Morgen. That every single one of your sitters, jeder, der jetzt hier ist, or your listeners, oder die Zuhörer, if they have sittings with accredited mediums, wenn die eine Sitzung haben mit einem Medium, after a while they would get evidence that they could accept. Die werden das Zugriff erhalten und das werden es akzeptieren. But you find the people that say that this subject is nonsense. Manche sagen, das ist Nonsens. Those that had no investigation into this subject. Auch mal Leute, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Never sat with a medium. Niemals mit einem Medium gearbeitet haben. Had no knowledge of this subject. Haben keine kein Wissen über dieses Subjekt. Those people who have taken the trouble to investigate this subject, die Möglichkeit haben, da reinzugehen, have found evidence. Die finden das dann. Now, running on a little bit further, um ein bisschen weiter zu gehen, there are those that would say communication with the spiritual world shouldn't take place. Die sagen, das kann nicht sein, dass die spirituelle Welt zu uns kommt. Now, though I disagree with that for the reasons that I've given, er wird nicht mit diesen Möglichkeiten jetzt ganz konform gehen. Nevertheless, this subject for some people is not for them. Weil manchmal ist es einfach für die Leute nicht das Richtige. I respect that. Er respektiert das. And I respect their views. Und er respektiert die Ansicht. But equally so, I expect them to respect me. Aber er möchte auch, dass er respektiert wird. And respect my views. Und dass seine Ansicht respektiert even wird. Though my view may be different to theirs. Maybe, vielleicht ist seine Ansicht ein bisschen anders wie die der anderen Leute. Okay. Thank you so much, Geoffrey. That's got you obviously thinking. Probably you weren't acquainted with the fact that I came into spiritual matters partly from a scientific background. I passed examinations, for example, in astronomy. Okay. Margrethe, magst du übersetzen? Do we have any other questions? Yeah, I would also add,
Haben wir noch andere Fragen? And I think this is very important. Er möchte noch was dazu setzen, was wichtig ist. That my scientific mind seine wissenschaftliche Ansicht is in no way a barrier to the spiritual communications that I receive. Hat nichts mit dem zu tun, mit diesen spirituellen Dingen, die er jedes Mal erhält. In fact, I think it enhances the spiritual communications that I receive. Der Fakt ist, er erhält aus der Anderswelt einfach die Informationen. But the information is there for everybody. Und die Information ist da für jeden. You don't have to be a believer to have a successful sitting with a medium. Du musst nicht daran glauben, wenn du zu einem Medium gehst, es wird trotzdem erfolgreich sein. Now people may ask. Manchmal fragen Leute. What good does this do? Für was ist es gut? Of course, to know that our loved ones on the other side are living in another dimension. Freilich auch, wenn du jemanden liebst, der schon auf die andere Seite gegangen ist und in einer anderen Dimension lebt. I think that's a very, very great comfort for us all. Und das ist ganz wichtig auch zu wissen, dass das funktioniert. But the real purpose of this communication aber der Zweck dieser Information is not only to prove their continued existence in another dimension. Es ist nicht wichtig zu prüfen, ob da andere Leute in der Dimension sind. But to prove also that they have a knowledge of our lives here and now. Die können auch überprüfen über das Leben, das wir hier führen. Die haben Zugang zu uns. And this has been demonstrated many times. Und das ist sehr oft demonstriert worden. Now, of course, the normal man in the street, der normale Mensch, den du auf der Straße triffst, he thinks mediums are about predicting the future. Die denken, Medien können in die Zukunft schauen. Now here, this is a very interesting area. Und das ist eine sehr interessante Sache. I don't think anyone in the spiritual world niemand in der spirituellen Welt knows the future for certain. Kennt die Zukunft. But they can see the wider picture. Aber die können ein weiteres Bild sehen. So very often they can guide us. Die können uns sehr oft führen. Into the right direction. In die richtige Richtung. Maybe guide us into a right area of our lives. Und wenn wir gut in die richtige Richtung geführt werden in unserem Leben. Much the same as they would have done when they were here. Das würden die gleich machen, wenn sie noch am Leben wären. Sie würden uns unterstützen. Because again, I would make the very strong point to us this morning. Und da möchte ich jetzt einen starken Punkt setzen. That just by passing to the spiritual world doesn't all of a sudden make somebody all wise. Das heißt nicht, wenn wir in die spirituelle Welt rübergehen, heißt es, dass wir dann die Weisheit erhalten. We're fundamentally the same when we pass on to the other side as we are here. Wir sind die gleichen geblieben, die wir hier auf der Erde waren. I think you and me would agree. Er denkt, wir alle werden mit ihm jetzt zustimmen. That the whole purpose of life on this side is to progress. Das Wichtigste auf dieser Seite ist, den Progress fortzusetzen. I hope I'm a better person now than what I was 10 years ago. Er hofft, er ist jetzt ein besserer Mensch, als er vor 10 Jahren noch war. But also on the spiritual world, that is a world of progression. Auch in der spirituellen Welt ist es ein Progress. And my work demonstrates a spiritual purpose to life. Und seine Arbeit zeigt uns einen spirituellen Zweck auf in dieser Welt. As well as a material purpose auch to life. Einen materiellen Zweck. Now, if you're satisfied with the material world, wenn du zufrieden bist mit der materiellen Welt, and you're satisfied with materialism, und du bist mit der materiellen Welt im Reinen, my subject is not for you. Das ist nichts, was mit ihm zu tun hat. Because if you look at the world as just a material place. Wenn du jetzt in die Welt schaust und glaubst, es ist nur ein materieller Platz. I would say this to you. Dann würde das zu dir sagen. That your material possessions. Dass deine materielle Welt. And your titles. Und deine Titel. And your money. Und dein Geld. Will not give you lasting happiness. Will dir zum Schluss nicht die Zufriedenheit geben. It will not give you real fulfillment in your life. Es wird dir kein
Vollkommenes geben. But having a spiritual understanding. Aber wenn du ein spirituelles Verständnis hast. And having that balance between the spiritual and the material. Und wenn du die Balance zwischen dem spirituellen und dem materiellen findest. That gives us lasting satisfaction in life. Das gibt uns Zufriedenheit im Leben. Now I'd like to make one more point. Er möchte noch einen Punkt setzen. And this is with the greatest of respect. Und das ist es mit dem größten Respekt. I don't see anything spiritual. Er sieht jetzt nichts Spirituelles. With Jeffrey Hayward going to a cave in India. Wenn er in eine Höhle nach Indien geht. And meditating for the next 20 years. Und meditiert für die nächsten 20 Jahre. I don't see that as a spiritual thing to do. Er denkt nicht, dass das für ihn was Spirituelles ist, es zu tun. I see spirituality as getting out into the community. Er sieht Spiritualität, geht raus in die Kommunikation. To give evidence of survival. Um uns Überleben zu geben. To give fresh hope for those who have lost the way. Und um uns frische Hoffnung zu geben. And to heal the sick. Und uns von der Krankheit zu heilen. I myself, I'm not a healer. Er ist kein Heiler. But I know some really excellent healers. Aber er kennt einige sehr exzellente Heiler. To do some wonderful, wonderful work. Die sehr wundervolle Arbeit leisten. So if any of your listeners want to find out more about mediums and mediumship. Wenn jemand von euch, die zuhören, gerne mehr herausfinden möchten über Medien. There is much on the internet, of course. Da ist viel im Internet. There are a great deal of very fine mediums around. Das sind auch viele Mediums, die hier um uns rum sind. That I would recommend. Die er gerne euch zeigen möchte. Make sure you go to an established medium that has qualifications. Wenn ihr zu einem Medium geht, macht euch sicher, dass jemand die Qualifikation und das Zertifikat hat. Or a medium that works for large, you know, spiritual organizations. Und geht zu einem Medium, das für eine spirituelle Organisation arbeitet. And anyone that wants to contact me. Und jeder, der gerne Geoffrey look on my website. Möchte. My website, Geoffrey Hayward Psychic Medium. Schaut auf seine Webseite, Psychic Medium. Which has got a very nice photograph of me. Was eine sehr nette Fotografie von ihm hat. So it's worth looking at the website just for my photograph. Wer denkt immer, es werden nur schlechte Bilder von ihm genommen. Thank you, Geoffrey. Yeah, thank you. You're very welcome. Much. Is there any more questions you want to ask me? I talk a lot. Gibt's da noch Fragen? Ja, es wird einfach, wir hatten die Idee von einer Konferenz, eine Online-Konferenz über Medialität. Ich habe natürlich noch viele Fragen und das könnten wir, vielleicht eine letzte Frage, ja? Maybe we have a last question. Yes, that would be good. I had the feeling you wanted to ask me a last question. Er fühlt, dass du noch eine letzte Frage hast. But before you ask your last question, bevor du deine letzte Frage stellst, let me ask you a question. Lass mich dich eine Frage fragen. Do you fundamentally agree with what I say? Findest du, gehst du konform mit dem, was er gesagt hat? Absolut, ja, ja. That's very good. I thought we would agree with one another, but I thought your listeners would be very, very interested in your opinions. Geoffrey glaubt schon, dass du dran denkst, aber die viele Leute, die zuhören, die werden auch auf dich hören, Cheat. You know, there's wonderful work being done in Germany now, right now. Wir haben so viel tolle Arbeit jetzt die letzten Tage geleistet. Spiritual things have opened out so strongly in Germany. In Deutschland, wir sind sehr spirituell geworden. And I've got a huge amount of respect for the German people who have actually had the courage to promote this. Und er freut sich über die Leute in Deutschland, die das promoten. Because in England, of course, it's a lot easier. In England ist es zwar einfacher. Because we have a long spiritual tradition. Weil sie so eine lange spirituelle Tradition haben. But I've got a huge respect for all my organizers. Aber er hat großen Respekt für alle seine Organisatoren. They have really, really worked so hard to promote this wonderful subject. Und er freut sich, dass wir alle das so gut promoten. And I'm sure that you do the same. Und er
ist sicher, du machst das gleiche Cheat. And from time to time we're still faced with subtle persecution. Und manchmal ist es von Zeit zu Zeit, was wir mit Sachen konfrontiert werden. I will just tell you this interesting story before you ask the last question. Er mag dir noch was erzählen, bevor er seine letzte Frage stellt. I'm very well known in Bournemouth, where I live. Man kennt ihn sehr gut in Bournemouth, wo er lebt. And I was introduced to a well-known clergyman in Bournemouth, a well-known priest. Er ist zu einem Priester, den man gut kennt, eingeladen worden. And he looked down on me. Und er hat auf ihn gesehen. And he said, oh, you're Geoffrey Haywood, the medium, aren't you? Bist du nicht Geoffrey Haywood, das Medium, bist du? And I said, yes, I am. Ja, ich bin's. So he said, you're one of these people that talk to the dead in the dark. Oh, du bist einer von den Menschen, die zu den Toten in der Dunkelheit sprechen. So I said to him, there's more people in the dark than me. Das sind mehr Leute in der Dunkelheit denn ich. I was rather happy with myself for giving that instant reply. Glücklich, dass er dir das zurückgeben konnte. So anyway, time for one more question. Es ist noch Zeit für eine Frage. I don't mind if it's a detailed or complicated or challenging one. Ganz egal, welche Frage du hast, alles ist gut. Erstmal, ich genieße seine Stimme, sein Wesen. Ich höre auf verschiedene Ebenen und es tut gut. Ne? Es ist gut für ihn, to listen to you. It's different the mensch und I hear your voice, I hear your beans, it's beautiful. Ne? Meine letzte Frage, ich hätte mehrere, ist, wenn ich zu dir komme, if you will come to you, bekommst du Informationen, die meine Seele erlaubt, oder bekommst du auch mehr Informationen, als meine Seele zulässt? You get the information what only the soul, when the soul from him will say okay, or you get more information than the soul of, from the soul, just from the soul. Well, I don't quite fully understand your question. Er versteht das nicht ganz, was du meinst. Because of course, may I make the very strong point. Er macht da jetzt einen ganz starken Punkt. I don't force anybody to come and have a sitting with me. Es bringt niemanden dazu, unbedingt zu ihm zu kommen. Everyone comes at their own free will. Jeder kommt mit ihm aus freiem Willen. And of course, most of the people that come to me. Und die meisten der Leute, die zu ihm kommen. Their souls are very open to this method of communication. Das sind die Seelen offen auf diese Art der Kommunikation. I suppose we could use the word spirit as well. Wir können auch das Wort Spirit gebrauchen. Because the soul or the spirit is the indestructible part of us. Weil die Seele und der Geist ist ein Teil von uns, that goes on to the spiritual world. Das alles in die spirituelle Welt geht. But of course, you know, yes, if the soul is open to communication, wenn die Seele geöffnet ist, um zu kommunizieren, those spiritual beings on the other side communicate many times strongly. Die werden auf der anderen Seite ganz viel stärker kommunizieren, wenn die Seele geöffnet ist. If they are open to this communication. Wenn sie offen dafür sind, um zu sprechen. But I think that the mental attitude of the sitter is very important. Aber auch die mentale Situation des der kommt ist wichtig. And you cannot demand specific evidence. Du kannst nicht jemanden ablehnen. And the more open-minded sitter. Und je geöffneter jemand ist, der kommt. That accepts what comes. Und akzeptiert was kommt. Will get much better sitting. Wird viel bessere Sittings erhalten than the person that demands evidence. Als jemand, der je alles ablehnt. Let me very much give you an example of that. Lass mich dir ein Beispiel geben. I had a woman coming for a sitting with me. Er hatte eine Frau, die ihr erstes Sitting gemacht hat bei ihm. And her father came through. Und der Vater ist gekommen. And she wanted the coded message that her father left her. Und sie wollte fragen, weil der Vater hat eine Nachricht hinterlassen, die kodiert ist. But he was talking about her personal affairs. Aber er hat nur über ihre persönlichen Affären gesprochen. I may say very correctly and very accurately. Er hat ihm das einfach so korrekt mitgeteilt. And she kept on interrupting me.
Und sie hat immer angefangen, ihn zu unterbrechen. I will only accept it's my father if you give me the coded message. Aber ich werde nicht akzeptieren, dass das mein Vater ist, wenn ich nicht den Code erhalte. And finally I said to her, und zum Schluss habe ich ihr dann gesagt, if you let me get on with my work, we might get the coded message. Wenn du mich jetzt mit der Arbeit fortfahren lässt, vielleicht kriegen wir den Code. But the sitting finishes right now. Aber das Sitting war dann zu Ende. Now the very next day, am nächsten Tag, I had a young lady for a sitting. Hat er wieder eine junge Frau. And her grandfather, who she was devoted to. Und der Großvater ist gekommen, zu dem sie eine gute Beziehung hatte. Came through with a very personal message. Kam mit einer sehr persönlichen Nachricht. And gave her the nickname. Und hat ihr den Nicknamen gegeben, den Spitznamen. That he always called her by. So wie er sie immer gerufen hat als Kind. And only he or her knew of this nickname. Und sie war sehr erstaunt, dass sie das gehört hat. And you can understand how thrilled and happy she was with that individual communication. So glücklich über diese Kommunikation. But an honest skeptic. Aber auch man kann skeptisch sein. I've had many skeptics sit with me. Es hat viele Skeptiker, die mit ihm. And had really excellent results. Und er hatte trotzdem exzellente Resultate. Because of course they've been open to this method of communication. Beide sind offen zu dieser Kommunikation. Now you see, my honesty and integrity is very important to me. Also es ist sehr wichtig, die Integrität. And my reputation throughout the movement, the spiritual movement, is one of being a very, very honest, sincere guy. Und das ist ein sehr seriöser Mann. But I expect only that from my sitters. Und das akzeptiert er auch von seinen Sitters. Sincerity and honesty. Es ist wichtig, dass sie ihn akzeptieren. Now, of course, I wouldn't expect my sitters to sit and say yes, they understand the message, if it's no. Und wenn er würde auch nicht akzeptieren von seinen Sitters, sie kommen, wenn sie eine Message erhalten und sie Nein sagen. And that brings me to one final thing. Und das bringt ihn jetzt zu einer letzten Sache. How I judge mediumship. Als ein Medium. And how I judge my own mediumship. Und wie er sich verkauft als sein eigenes Medium. Is not how I deal with the yeses. Es ist nicht so, wie er es mit anderen macht. But how I deal with the noes. Aber so wie es mit der Nase macht. Because I've been trained to go back to the spiritual world. Er ist getrained, in die spirituelle Welt zu gehen. And to get more information. Um viele Informationen zu erhalten. And this is the advice that I would give to every medium. Und das möchte er jedem Medium weitergeben. The more you ask of the spiritual world. Je mehr du die spirituelle Welt fragst. The more they give you. Desto mehr kriegst du zurück. The less you ask, je weniger du fragst, the less they give you. Umso weniger bekommst du. And I would say, though I've worked in this field for 43 years, er hat jetzt seit 43 Jahren hier gearbeitet. I'm still looking to develop further. Und er wird weitermachen. I'm still looking to improve my mediumship. Er wird es immer wieder überprüfen. And there's no such thing as a fully developed medium. Und es ist nichts wichtiger für ihn als ein als volles Medium zu arbeiten. Because of course we've all got something to learn. Weil wir immer noch was zu lernen haben. And so I thank you very much for your very, very interesting and very good questions. Danke für deine Fragen, Cheat. And I hope I've opened many people's minds to this subject. Und er hofft, dass er vielen Leuten, die es sich geöffnet hat. And I know some of your listeners would have sat with me, and a few of them are personal friends of mine. Manche sind die Zuhörer schon persönliche Freunde von Geoffrey. And I think, as I say, you have many, many very fine mediums training in Germany. Wir haben hier in Deutschland auch viele Medien, die gut trainiert werden. Who will do some very, very wonderful work in the future. Die gute Arbeit in der Zukunft machen werden. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Vielen, vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. Okay. Thank you. Good. Thank ciao. You. Ciao. Ciao. Bye. Thank bye, you. Bye. 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 Ja, vielen Dank. In circa
10, 20 Minuten wird die Wiederholung zu sehen sein. Bis dann. Ciao.